mit dir und Schiss für den Satz zu Dütek Update, Weekly Update momentan. Ja, mal schauen, was jetzt nur so passiert. Im Sektor hängt schon was von oben drunter. Ja, jetzt habe ich mal ein kleines Update. Machen wir das Jetpack aus, dass wir ein bisschen mehr abchecken können. Also, wir haben inzwischen einen Diesel-Channel unten. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche auch schon gehabt haben. Da haben wir unser, also nicht wundern, das da ist der Shader-Bug. Wenn man einen Shader drin hat, dann schaut das so aus. Dann sehe ich da durch. Nochmal so das Information. Das kleine Orange da, das ist unser Diesel, was wir momentan im Tank dran haben. Da hätte ich mal einen zweiten angefangen, aber keinen Bock dann gehabt, nur so Dinger zu bauen und Kühldinger und so. Einfach gar keine Lust. Momentan funktioniert es noch ganz okay so, aber mal schauen, was wir jetzt dann als nächstes bauen. Also inzwischen benutzen wir Ender Tanks mit Personalized Farbcode und Lock vorne drauf. Was, das ist unser Lubricant, also Schmiermitteltank, der wo das Ganze dann schmiert, wenn es O ist. Ich kann es mal ausschalten, dann sehen wir das. Bam, bam. Man hört jetzt Minecraft leider fast nicht. Ja, selbst wenn ich Musik aus habe, macht es nicht viel. Aber ihr seht es da treffen sauber, das ist glaube ich das Lubricant da. Ja, ich lasse es jetzt mal ganz kurz laufen, dann zeige ich euch den Rest mal schnell. Also, da ist der Crusher, lauter, dann ist viel Immersive, dann Immersive Sachen. Also, da sind Immersive Engineering Sachen da unten. Da unser alter fetter Crusher von Immersive, da noch sehr viel Sachen drin, weil ich da ziemlich fein und durchgeballert habe. Dann unser Coker, der wo da angeschlossen ist, direkt an das andere Zeug. Inzwischen mit Mecha Aurore, dass wir dann immer so Kindergarten verbringen müssen. Das kann inzwischen auch ohne alles Mögliche machen, gell? Ja, aber das ist wurscht, weil da ist eh ein Tank drauf, der wo das hin und her ballert. Genau, wir haben inzwischen über die Flux Points. Ich glaube, das haben wir alle jetzt mal noch nicht gehört. Ey, mir hat es einfach abgefuckt, weil ich einfach überall, weil ich so oft teilweise an TV-Kabeln gekommen bin, dass ich einfach mal gesagt habe, Alter, nee, danke. Ja, da haben wir inzwischen das Eisen von der Eisenform, die wo es nicht mehr existent ist. Da habe ich einen zweiten Pumpcheck herballert, weil es Diesel oder beziehungsweise Öl für die zwei Tower zu wenig war. Ist eigentlich immer nur zu wenig, meiner Meinung nach. Weil die produzieren, die hatten gut produzieren, aber dann, wenn man jetzt mal sagt, so, yo, wo ist Bitumen? So, das kommt da drüben automatisch. Auf der Seite kommt es automatisch in diese Kiste und dann geht es rein und dann wird es instant verarbeitet. Noch ist nur Wasser, was reingeht. Das kann inzwischen auch ein Mecker-Kabel, mit einem Mecker-Rohr machen. Ne? Das mache ich jetzt gleich mal, wenn es schon die ganze Zeit juckt irgendwie. So, dann kann ich da einfach so machen und dann machen wir so, dann sehen wir das nämlich, ja, dass das da einläuft. Perfekt. So, dann also da herum, falls ich wundert, da habe ich einen Tank extra hergestellt mit Diesel, falls mit der Diesel ausgeht. Und wie man sieht, wir haben jetzt schon bei 25,2 Buckets Diesel, solange da einer läuft und alles jetzt so wie es jetzt gerade eingestellt ist und glaubt nichts anderes angeschalten ist, da ist dann ja, sag ich jetzt mal, alles versorgt damit. Und wir haben dann immer nur Plus vor Ding vor Diesel, weil der andere direkt da angeschlossen ist und der läuft über Tanks da noch. Aber ich glaube, dass der schon labumpt ist. Also, ich glaube, doch passiert nicht mehr viel. So, was ist das Ding da oben hat? Man sagt es wahrscheinlich, es ist ein ME-System. Richtig. Sonst ist unten noch nicht so viel passiert. Ich habe da einfach mal nur so ein bisschen überzogen. Und sagt also, ja, ich habe ein paar Sachen dabei. So, oh ja. Aber jetzt kommt dann der große Ding und sagt, da sind einige Teleport Travel Anchors rum und herum um uns. Ja. Ja, moin, Alter. Und jetzt los. So. Dann haben wir da herum. Da drüben ist immer nur unser kleiner Teil,
Diesel Generation. Da wird unser Diesel produziert. Da ist unser Lubricant, was wir vorher gerade haben, was schmiert die ganzen Maschinen nur zusätzlich ein bisschen. Da kommt unser Mischmasch aus dem Destillation Tower. Geht da ein Teil um. Inzwischen Gasoline verbrenne komplett. Also ich verbrauche das da einfach. Was kommt, wird verbraucht. Weil ich hab One einfach verdreifacht oder so. Keine Ahnung, was genau da war. Ja, das werde ich jetzt einmal abbauen. Unser. Ah ja, das müsste ich noch pumpen. Das ist Napalm. Ist jetzt meiner Meinung nach eher ein bisschen unnötig, weil brauche ich halt nicht. Also überhaupt nicht. Und ja, wie viele Leute haben wir denn überhaupt? 5 Leute haben wir. 5 Leute. Ja, da ist immer unser Kreosotöl drin. Pams Bäume haben zwei. Na, einer ist zu gehen, den haben wir schon gehabt. Ich habe jetzt einen Mangobaum. Ich habe Mangos gefunden. Jetzt hören wir mal auf, was ist das eigentlich? Grapefruit, Peachfruit. Ah, okay. Nee, ich käme, also bei den Pams Sachen käme ich nochmal aus. Bei Ding. So, ja, wo war jetzt nur? Ja, ah ja, stimmt. Wir haben da jetzt einen Mods-Ausblick, weil ich den Hügel da weggemacht habe. Ich habe mir nämlich einfach gestört. Und ja, da vorne sieht man den kleinen, aber feinen Tower vom Broomy. Und da ist unser ME-System. Ja, ich weiß gar nicht, was war denn das? Ah, das war der Lubricant-Dings. Ja, ich habe da so ein bisschen mehr oder weniger irgendwas pseudomäßig automatisiert, weil ich einfach keinen Bock gehabt habe, jetzt mir alles selber einzubauen. Ich fällt gerade auf, es ist nichts voll. Hä? Was ist da los? Ich habe immer schon auf 64k, weil. Pff, ganz ehrlich. Aber wieso waren die nicht voll jetzt? Letztens war schon noch was voll. Interessant. Ja, das ist übrigens auch vom Shader, dass das so schwarz wird. Genau, also wir schauen, wo mein Bit ist. Ah, da vorne ist das, gell? Genau, da ist mein Bit drin im Gartenhäusl. Ja, ich werde jetzt demnächst wieder mal so zum Sagen Sachen bauen, weil ich jetzt immer wieder Bock habe, Gebäude zu bauen. Ich werde jetzt mal mein Mittelalterstadt da mal anfangen, dass mal ein bisschen was looktechnisch auch passiert, weißt du, wo ich sagen kann, so, ja, Alter, jetzt ist das Ding und ich muss nur überlegen, was bauen wir am Berg? Kannst du mir mal einen Tipp reinschreiben oder einen Vorschlag, was wir am Berg, an der Kanten mehr oder weniger, an der Klippe nach unten, sag ich euch ja gleich noch, machen können, wenn mal irgendwann das Ding kurz hinlegt. Wenn nicht, dann schauen wir es uns so. Ist mir nämlich dann auch wurscht. Aber ich glaube, dass die wieder zu faul haben, dass sie hier nehmen. Na gut. Dann halt anders. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir mal kurz mit Jetpack. Ja, cool. So, also. Der Plan, die Frage ist, was bauen wir da her? Das ist die Frage. Dass man wisst, um was das überhaupt geht. Da vorne, was machen wir da? Da werde ich wahrscheinlich beim Portal, sagen wir, werden wir da den ganzen Berg so weg terraformen, dass der da weg ist und dann mal so, dass er so richtig spitz da, also so dünn Vierer kommt. Dass man da so einen Gradweg hat, dass man da so, nur so ganz schwierig wiederkommt. Man sieht da schon, da ist schon bloß so ein Dreierweg. Und das finde ich schon ziemlich geil eigentlich. Und ich glaube, ich werde da weiterhin diese McCaws Roofs benutzen mit den Blackstones haben. Weil es schaut schon mega gut aus. Wir müssen da nochmal wegen dem Havern. Genau. Da habe ich einen Excavator stehen. Beziehungsweise einen Bagger, den habe ich jetzt ausgeschalten. Wie man sieht, Uranerz, Bleierz habe ich braucht fürs zweite Jetpack zum Bauen. Aber jetzt gerade einfach weiterlaufen lassen, gestern und so. Und ja, ich sage mal so: Ab da, das ist alles von dem Excavator.
Jetzt haben wir Uran. Oh, ein bisschen. Ja, das sind nicht so Standard-Bosan. So. Das ist. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Ah ja, das kann man ein Ding rein da. Das kann man auch drum rein da. Das ist der Certus Quatsch Charger. Du musst alles per Hand rein und da was. Die Presse da die einfach gerne noch öfter bauen. Das ist was mir mehr an nervt. Ja. Was ich jetzt saupraktisch finde, ich muss es so machen. Interessiere mich überhaupt nicht mehr dafür, ob ich irgendwas schon drin habe oder nicht. Weil da ich der einzige bin, der wo was da rein tut und auch was außer tut, ist mein Problem, ob da was passiert oder nicht. Oder ob das voll ist oder nicht, weil wenn dann muss ich das Teil neu bauen und sonst keine oder neue Speichereinheit bauen und sonst keine. Ja, ist halt dann mein Problem. Sozusagen. Ja, also das war's eigentlich heute schon wieder, soll ich jetzt mal sagen. Weil viel ist jetzt nicht passiert, so vom bautechnischen. Technik ist jetzt auch nicht so ultra viel passiert. Ich kann nicht sagen, was so im Questbuch so passiert ist bei mir. Jetzt gehen wir mal da rein. Das habe ich eigentlich abgeschlossen. Da hat es bloß, wo ich einen Coker abgebaut habe, das habe ich da rausgeschmissen. Industrial Foregoing Terminal habe ich jetzt. Ich habe einfach dann keinen Bock mehr gehabt. Ich wollte dann einfach auf Ding, aufs ME kommen. Als ich weiterkomme, habe ich die mehrfach selber Presse bauen müssen, dass ich eben die Sachen bauen kann. Ja, Graumaschinen, bla, bibabub. Da haben wir jetzt schon bei der 64K Speicherzelle. Flutzell habe ich noch nie gemacht, weil. Pff. Ich muss mir jetzt so tausende Fluts reinballern. Ich muss erstmal. Muss mir erstmal wieder einlesen, jetzt dann was wie was. Aber ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr fähig machen. Weil sonst was. So, dann machen wir bei. Da machen wir jetzt Applied. Genau, dann Mechanism. Mechanism braucht man bloß diese Stahlhülle. Und dafür hat man die so. Da man alle Presse braucht, dass man diese Platten da machen kann. Genau. Ja. Da bin ich jetzt gerade einfach so dabei, dass diesmal ein bisschen nach und nach mal irgendwie Sachen teilweise Ding noch. Ja, Beginn des Endes. Ja, soweit bin ich noch nicht. Dass ich einfach mal mein ME soweit kriege, dass ich einen M-Controller. Eigentlich bin ich eher so bei Applied da, als wie woanders. Bei Magie habe ich noch gar nicht angefangen. Creative brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist nur noch so befallen gekommen. Und alles andere, das ist halt so, das ist halt so ultra feizeig, wenn man denkt so, ja, was ist eigentlich los mit euch? 4.219.500 Blöcke oder was? Leilse. Gut. Ja, also wie gesagt, wenn es wieder Update gibt, ist wahrscheinlich nächsten Mittwoch, wie jede Woche, gibt es immer ein kleines Update zum Wochenmitte Bergfest, keine Ahnung, ich weiß nicht. Einfach einmal in der Woche Update, weil es einfach passt am Mittwoch. Deswegen sage ich jetzt, wenn es euch gefallen hat, lasst aber trotzdem ein Like da, schaut's vorbei, schaut's ins Discord, schaut's in auf die Homepage, Schweiz Meet, fangt's an, oh, scheißegal. Wie man sagt, wir haben nur so viel Platz. Vor allem da haben wir noch Platz, da herum, da ist auch noch fast keiner. Sag jetzt mal so, man kann immer noch mitspielen. Es ist jetzt schon irgendwie, sozusagen sagen wir mal, irgendwie teils begrenzt, aber wenn man halt auch irgendwie mal auf, sagen wir so, ich habe jetzt halt bloß noch so und so viel Platz. Ja, deswegen schaut's in die Videobeschreibung, ich verlinke es euch alles. Bis zum nächsten Mal. Hobby. Diary.